So, neue Runde, neues Glück. Versuchen wir es nochmal. Was will ich denn damit? Ich brauche jetzt keine 7-Order-Karte. Die kann ich komplett wegschmeißen. Was spielt der denn? Growth, wie es scheint. Letter of the Wild comes into play, increase growth by one. Ui, dann hat er gleich mal einen Growth-Vorsprung. Okay, wenn er aber getötet wird, dann muss er auch wieder zurück. Okay. Retro of the Wild. Aber stimmt noch, oder ist er nicht in der Runde, in der er reinkommt, von daher hat er in der nächsten Runde. No! No! Was? Was geht denn? Was ist das für eine üble Taktik, ey? Ist aber auch eine Runde eher dran mit dem Ding. Mäh, wirklich. Jetzt nicht mehr. Der ist relentless, muss ich bloß noch um einen hochpushen, dann krieg ich beide tot. Das ist halt schon bei 5, ey. So, aber erst nächste Runde, wenn ich dran bin. Ich will eigentlich keinen davon opfern. Gerade. Wahrscheinlich opfere ich wirklich noch am ehesten das da. Weil das nützt mir hier oben gerade. Da kann ich hier die beiden platt machen in einer Reihe. Entweder greift er mich jetzt an, dann kriegt er 2 Schaden. Oder er greift mein Idol an. Durch Rush-Decks sind echt das Schlimmste für mich. Da kann ich meinen Vorteil am Anfang nicht ausspielen. Da bin ich von Anfang an unter Bedrängnis. Och nö! Ach, geht doch weg. Plus one attack. Hab ich die beiden da hinten? Ach. Geht mir nicht auf den Keks, ey. Ist halt wirklich schon bei 5, eigentlich ist er erst bei 3. Der muss aber halt durch die 2 Dinger braucht er nicht mehr so viel holen. Sister of the Beer. Okay, ist einfach nur eine relativ starke Kreatur. 4, 2, 4. Das habe ich nur gute Karten. Keiner von denen ist relentless. Es ist auf 4 runter auf jeden Fall. Es kann doch nichts. Ja, noch so ein Sister of the Beer. Na, herrlich. Soll ich mir ein Relentless opfern für Spikey? Mach ich nicht.
Relentless sind dann doch ein bisschen wertvoller als die Spiky-Dinger. Wenn ich noch einen Schaden mehr kriege, kann ich auch wieder das Vieh mit vernichten. Wenn er jetzt so stehen bleibt. Ein Schaden mehr muss ich irgendwo herzaubern. Also er pusht jetzt nochmal. Okay, drei Schaden mehr muss ich zaubern. Vier Schaden mehr. Stackhard. Ach so. Purification, das müsste auch funktionieren. Ha! Wusste ich doch. Ach, fuck, jetzt hat es ja... Nein, der hat ja auch noch Leben drauf gepackt. Ah, fuck. Fuck, dann ist er tot. Plus 5 Leben. Warum, ja, das macht wahrscheinlich, um zu ziehen. Ach, was will ich denn mit Korbeck? Ich kann gerade nichts tun. Nichts. Irgendwie habe ich immer noch zu viele Zauber drin oder ich habe Pech gerade. Was ist das denn? Draw 3 Crowls. Okay. Haste. Ich darf sofort angreifen. Macht ihr eh bloß Endschaden. Das ist mir egal. Das ist mal zum Neuziehen. Der kann hier eh nicht gleich kaputt machen, daher. Banane. Banane. Wenn der runtergeht, würde ich wahrscheinlich den sogar hier oben zerstören. Ach, ich bin ein Blödian! Was spiel ich für eine Scheiße zusammen? Jetzt habe ich schon wieder mein... Oh, eine Einheit geopfert. Ich bin ein Vollpfosten vor dem Herrn, ey. Aber sowas von gerade. Das geht ja so gar nie. Meine Fresse. Alter Verwalter, ne, bin ich dumm. Oh. Aha, okay. Ich bin ein Vollpfosten, ehrlich. So ein Trottel. Entdeckt nie so richtig durchdacht. Er hat seinen Anfang durchdacht und hat er gerade gut gespielt. Aber weil sowas hier profitiert er eher von vielen kleinen Kreaturen wie solchen Dingern. Wenn sie jetzt hier über Wrecked Wolves sozusagen rumbeschwören würde, oder er, dann wäre die mal ganz schnell eine richtig böse Kreatur. That's a count decreased by 2.
Okay, das ist jetzt dumm. Da stirbt das hier oben und das stirbt. Und ich habe mein Order-Ding nicht geplaced, sozusagen. Das ist gerade irgendwie ein komisches Spiel mit übelst wenig Kreaturen. Normalerweise spielen wir viel mehr. Was habe ich? Ich verstehe es nicht. Ich habe irgendwie 20 Zauber drin und ich habe hier ständig Zauber auf der Kralle. Was? Geskillt in Battle Offhandy. Okay. Die macht's mal kaputt eben. Angriff macht das oben wird es kaputt. Ja, das ist verteilt. Arsch. Ich muss das Ding da oben aber wegmachen, sonst hat er zu viel Kraft. Ich glaube, ich habe zu viel von meinen Kreaturen geopfert. Das ist, glaub, das ist mein Problem gerade. Nicht jede Runde. Was, die kann nicht jede Runde eingreifen? Das ist so nervig. Wie gesagt, ich will das dann platt machen. Muss weg. Das ist echt assi. Mäh. Jetzt den noch und den noch, dann sind zwei davon tot. Ach Mann. Shit, 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 shit. Oder holt den runter. Den würde nie runter, weil den würde einfach hier angreifen und das und fertig. Ich komme nicht dazu, mich hinter meinen Türmen zu verstecken. Das ist echt assig. Ich mich vielleicht einfach bewegen sollen können? Nee. Na, das ist okay. Ah, ist schon, dann sind zwei von mir zerstört. Okay, er sitzt da drauf. Okay, momentan, jetzt habe ich so einen Vorteil, weil sein Schaden, den er auf dem Brett hatte, erstmal weg ist. Er hat natürlich immer noch 4 Schaden. 5 mit dem, wenn er noch einen Schaden mehr kriegt, ist mein General auch ganz schnell wieder hin. Wenn die alle zusammenstellt, habe ich genau einen Schaden, um alle zu zerstören.
stelle sie nicht zusammen. Ist so schlau, die Relentless nicht zusammenzustellen. Haste. Au! Jetzt ist er weg. Durch alle drei zusammen. 6, 7 Schaden bräuchte ich, ey. Okay, jetzt wollen wir eben 10 Schaden. Hm, ist klar. Auf 7 komme ich. Vier, sechs und drei, drei. Also mein Deck ergänzt sich schon ganz gut, aber es gibt manche Sachen, die ist einfach nur bah. Gerade glücklich, dass ich überhaupt meine Relentless-Leute habe, weil die sind sonst mit einem Haufen kleine Scheiße dabei, ey. 5-2. Wo ist das Ding hin? Aber ich habe zumindest ein Power dazu bekommen. Wenn ich noch eins verliere, bin ich hin. Ich muss jetzt alle verteidigen. Nöp, 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 nöp. Also es sieht mir stark danach aus, dass Growth ein sehr balanciertes Deck ist. Das ist am Anfang stark, wenn man es ein bisschen kombiniert, und es ist auch am Ende noch stark, durch starke Kreaturen. Weil sich an die Kreaturen stärken mit der Zeit. Das ich gleich mal platt machen sollen. Das verstehe ich jetzt nie, warum man das gemacht hat. Ich brauche kein Purification. Das macht eher Sinn. Doch, 7, ey. Das ist so. Du hast 1 und 3 Leben. Und müssen Move. Oh, da kann sich auch nicht mehr für bewegen, aber trotzdem. What? No! Fuck you, ey! Der pusht die so sinnlos hoch, das ist bei Growth so übel. Wenn sich oder sowas, die bringt mir nicht so viel. Wenn die Einheit Schaden nimmt, dann wird der Countdown um 1 verringert. Das bringt einem nicht so viel. Die hätte hier rufen sollen, hätte ich noch mehr gekriegt. Neu ziehen. Ich nicht mal den ersten Tod. Es ist so übel, was der an Schaden aushaut. Also irgendwie läuft es gerade so gar nicht bei mir bei Scrolls. Ich muss vielleicht mein Deck nochmal überdenken oder warten, dass ich bessere Karten krieg. Ich komme ja nicht mal an das hier ran, irgendwie ansatzweise. Ohne mein eigenes so weit preiszugeben, dass es gleich direkt tot ist. Weil hier 11, 12 Schaden. Gut, hier sind es 4, aber es ist immer noch 4 Schaden, das ist 4 Schaden. Mit Haste. Das ist so sinnlos. Hier. Ja, macht halt das kaputt. 3. Tausche vielleicht irgendwie rum, dann passt das schon.
Nee, kann er nicht irgendwie rumtauschen, aber muss bloß irgendwas haben. Ja, plus 2 Attack. GG. Vorbei. Ach, Mann, ey. Ich krieg grad nur auf die Fresse.